wollten doch einfach nur feiern. Komm, wir kommen schon mal auf, ja? Mhm. Warte. Wer war das denn? Simon, also er ist gleich da. Aber Kim ist 10 Minuten zu spät. Okay. Warte. Ne, 15 Minuten. Noch besser. Typisch Kim mal wieder, ne? Echt so. Sie kann auch nie rechtzeitig kommen. Aber gut. Ich hol schon mal das Bier. Ja, klar. Okay. In Deutschland. In einer Woche schon mal die Arbeit. Aber. Was ist denn los? Wir haben uns einfach eine andere Kunstlehrerin gegeben. Oh, echt? Scheiße. Nein, das wird eh lustig. Zusammen also. Ja. Ich glaube, Frau Fleck macht sogar. Hab ich auch gehört. Hey, da haben wir voll gut gehört, oder? Perfekt. Hey, Janik, hast du auch Kunst gewählt? Ja, aber ich glaube, ich wähle vielleicht Kunst und Musik oder so. Ja, aber mit uns wird das bestimmt richtig geil. Also. Bestimmt. Jo, Bruder. Justin. Digga, bist du behindert? Hallo? Was? Kommst du morgen zum Spiel? Nein, ich hab Volleyball. Ich komm! Ey, Fußball ist ich scheiße, ihr verkackt eh nicht. Halt deine Schnauze! Anyways. Ich hab noch Spaß dabei. Jo! Oh, Mann. Lass tanzen, oder? Lass tanzen. Ja, lass es tanzen, oder? Auf geht's, komm. Okay. Okay. Janik, kann ich mich zu dir setzen? Eigentlich. Ach, was machst du hier draußen so alleine? Ach, hab einfach ein bisschen zu viel vom Ganzen. Die laute Musik, die Leute und hab halt gedacht, dass frische Luft ein bisschen hilft. Ja, geht mir eigentlich genauso. Was ist los? Nix. Mir ist oft ein bisschen schwindelig. Ja. Scheiße! Janik! Oh. Janik, ist alles okay? Hey. Oh mein Gott. Komm her, ich mach sie weg. Alles gut. Oh, Scheiße. Ist es schlimm? Warte, ich hab Taschentücher. Es geht, alles gut. Und komm mal her. Oh, warte. Oh, Scheiße. Jo, Kim, danke. Aber hier, warte, brauchst du noch ein Taschentuch? Ich helf dir. Sag mal her, ich helfe dir. Jo, Kim, was zur Hölle?
Ich wollte doch nur... Ja, verdammt, lass mich doch mal. Aber wir müssen doch mal unser Leben genießen. Ja, Kim, aber versteh's doch endlich. Ich will mein Leben nicht mit dir genießen. Hey, was ist denn passiert? Nichts. Wie nichts? Ich sehe doch, dass was passiert. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hey. Ich glaube, zwischen Janik und Kim ist was passiert. Locke hat das ja nicht abgewiesen. Was? Wieso endlich? Naja, Janik sagt mir schon seit 2-3 Wochen, dass er nichts von ihr will. Schon ein bisschen drunk, oder? Also, das ist schwer, was doch nichts Schlimmes. Schon cool. Alter, vor allem die Hütte. Ey, die ist ziemlich krass, oder? Ja. Ey, aber Alter. Ich glaube, Kim will was von mir. Ach nee, das ist ja voll aber offensichtlich. Das Ding ist, ich will zu 1000%ig nichts von der. Von der? Alter. Sag das mal nicht so abwertend, Mann. Digga, bist du still oder was? Alter, ich sag doch nur, sie ist schon lieb und du hast absolut keinen Grund, so über sie zu reden. Digga, stehst du eigentlich auf sie? Also... Oh mein Gott. Digga, ja, gönn dir halt. Ja, das wäre schon cool, wenn es klappen wird. Ja, Digga, safe klappt es. Okay, ich guck mal, was ich machen kann. Du schaffst es. 3 roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mount Mama, take me home. Country roads. Haben Sie in der Nacht irgendwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Ja. Ich habe ein lautes Geräusch gehört oder sowas. Ich bin davon aufgewacht, aber gesehen habe ich nichts. Hey, hast du draußen gepennt? Mach doch nicht so. Hallo? Wach doch auf. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Können Sie diese Person identifizieren? Ja, das ist Janik. Okay, danke. Justin! Justin!
In welchem Verhältnis standen Sie zum Opfer? Wir haben uns erst Anfang des Jahres kennengelernt. Aber wir haben uns schon gut verstanden. Wir waren schon immer sehr gute Freunde. Wie ist der Abend genau abgelaufen? Also am Anfang waren es nur ein paar Bier. Und dann wurden es ein paar Flaschen Wodka. Können Sie sich daran erinnern, wann Sie Janik zum letzten Mal gesehen haben? Nein. Ja. Wir haben draußen noch geredet. Das muss gegen 12:30 gewesen sein. Ich bin dann aber wieder reingegangen und Janik ist noch draußen geblieben. Sarah erzählt, dass Kim deshalb auch extra weniger getrunken hat, um nüchtern zu bleiben für Janik. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie ihre Drinks weggeschüttet hat. Also, ich will niemanden beschuldigen oder sowas. Und ich glaube auch nicht, dass sie so etwas tun würde. Aber, naja, Janik hat Kim schon ziemlich verletzt. Und was anderes ist an dem Abend eigentlich nicht passiert. Zumindest habe ich nichts mitbekommen. Was hältst du von der ganzen Sache? Die Beweislage ist eindeutig. Kim war's. Ich? Ich war's nicht. Ich war's echt nicht. Als Beschuldigte haben Sie das Recht, keine Angaben zu Beschuldigt? machen. Beschuldigt? Was haben die anderen denn gesagt? Sonst unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe ihn geliebt. Wir haben als Einzige ein eindeutiges Motiv. Janik hat ihre Armbrosen zurückgewiesen. Zudem sind auf der Tatwaffe nur ihre Fingerabdrücke. Und ihr T-Shirt ist voller Blut des Opfers. Aber ich weiß nicht. Erklären Sie uns das. Ich weiß wirklich nicht. Ich will hier gar nichts mehr ohne meinen Anwalt sagen. Die Arme. Ist da so lange drin? Wieso? Das können wir Ihnen noch nicht sagen, aber wir werden Sie informieren, wir werden Sie zum Gerichtstermin einladen. Aber sie war es gar nicht. Hey, ich war's. Ihr habt das T-Shirt von Janik, gell? Im Bad, im Badezimmer, mit Blut. Habt ihr gefunden? Ich war's. Das hab ich inszeniert. Digga, stehst du eigentlich auf sie? Also... Oh mein Gott, Digga, ja, gönn dir halt. Ja, das wäre schon cool, wenn es klappen wird. Ja, Digga. Safe klappt es. Okay, ich guck mal, was ich machen kann. Schaffst du. On three roads. Take me home to the place I belong with. Nach rechts drehen. Nach links drehen. Zurück nach vorne.